Wir als Umma leben seit knapp 100 Jahren ohne ein Kalifat, das uns vereint. Ohne ein Kalifat, das den Islam vollständig umsetzt und den Schutz der Umma weltweit gewährleistet. Über uns stehen verräterische Marionettenherrscher und unsere Feinde kontrollieren unsere Ressourcen und entscheiden über politische und wirtschaftliche Angelegenheiten. Damals wie heute war es für die Feinde des Islam klar, dass es nicht reicht, die Muslime militärisch und physisch zu bekämpfen, sondern ihre Überzeugung und ihre Ideen anzugreifen. So bediente man sich verschiedener Mittel wie der Einsetzung von Agenten und Verrätern, als auch Pseudo-Intellektuellen, die einen falschen Islam predigten. Die Umma wurde an der Nase herumgeführt und sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sahen, was sich auf der Bühne abspielt, aber nicht, was hinter den Kulissen geschah. Zweifelsohne war das Kalifat nicht frei von Problemen. Doch wie kam es so weit, dass unser Staat tatsächlich zerfiel und wir uns in diesem traurigen Zustand befinden? Kurz gesagt, sind die Gründe dafür Korruption und Verrat. Da diese Antwort aber natürlich zu oberflächlich ist, versuchen wir ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Der Zerfall des Kalifats war ein multikausaler Prozess, der nicht an ein oder zwei Schlüsselmomenten festgemacht werden kann. Doch zum Ende hin waren es vor allem die Briten, Franzosen und ihre Verbündeten, die ein großes Interesse daran hegten, das osmanische Kalifat zu zerstören. Sie verstanden, dass sie den Islam dafür von innen heraus bekämpfen müssen. Also sorgten sie dafür, dass es innerhalb der Umma zu Unruhen und Spaltungen kam. Eine der Kernideen hierfür war die des Nationalismus. So schaffte man es, einen Keil zwischen den Türken und Arabern zu treiben. Mit anderen Worten wurden sie gegeneinander aufgestachelt und ausgespielt. Die einen fühlten sich den anderen überlegen und ihre Nationalität wurde zur Quelle ihrer Identität erhoben. In dieser Zeit entstand das sogenannte Komitee für Einheit und Fortschritt, aus dem später die Jungtürken hervorgingen. Sie waren eine britisch-loyale Gruppe, von denen viele im Ausland westliche Geistesbildung erhielten und für die Etablierung einer säkularen Regierung arbeiteten. Nach dem Amtsaustritt unseres letzten großen Kalifen, Abdulhamid II., rahimullah, übernahm sein Bruder Muhammad Rashad den Posten des Kalifen. Doch besaß er keine wirkliche Verfügungsgewalt, denn diese befand sich in den Händen der Jungtürken, die für eine Nationalregierung arbeiteten. Diese ebneten den Weg für die arabische Nationalbewegung. Sie setzten sich für eine Reform des osmanischen Kalifats und die administrative Dezentralisierung ein, was einer gewissen Unabhängigkeit von den Osmanen und einer Art Abspaltung vom Kalifat gleichkam. Nun wurde der Plan, das osmanische Kalifat endgültig zu beseitigen, verschärft. Den osmanischen Staat nun niederzuringen, wäre nicht genug gewesen. Um den Staat langfristig zu Boden zu bringen und ihn da auch zu halten, brauchte es eine Heldenfigur, um den endgültigen Sturz zu verwirklichen. Jemand, in dem die islamischen Völker einen Hoffnungsschimmer sehen und ihm ihr Vertrauen schenken würden, wodurch er sich ihre Gefolgschaft sichern und seine Pläne und Ziele erreichen könnte. Dieser Plan wurde durch niemand anderen als Mustafa Kemal, der auch als Atatürk bekannt ist, unter der Führung der Engländer durchgeführt. Er galt als Retter, der die Ehre des türkischen Staates vor den Alliierten und Griechenland beschützte. Es gelang ihm, die Griechen in die Flucht zu schlagen. Und auch die Alliierten zogen sich im Angesicht seines Vormarsches zurück, allerdings ohne, dass er hierfür Waffengewalt anwenden musste. Die feindlichen Truppen räumten schlicht ihre Stellung und Mustafa Kemal setzte seinen Vorrücken fort. Nachdem er einige Schlachten und Operationen mit Erfolg durchführte, so zumindest der Schein, stieg seine Bekanntheit. Die islamische Welt war von ihm begeistert und sprach in höchsten Tönen von ihm. So verfasste der ägyptische Dichter Ahmad Shawqi mehrere Gedichte über ihn, in denen er ihn mit Khalid ibn al-Walid oder auch Salahuddin al-Ayyubi verglich. Seinen Sieg wiederum verglich er mit dem glorreichen Sieg, den die Muslime einst bei Badr errungen. Großbritannien erkannte, dass die Zerstörung des Kalifats nicht einfach sein würde. Daher schufen sie diesen vermeintlichen Helden und verliehen ihm dieses Ausmaß an Ansehen, sodass es am Ende ein leichtes war, den Staat zu zerstören. Denn die Betäubung des Verstandes der Muslime hat aufgrund der inszenierten Siege bereits stattgefunden. Mustafa Kemal gewann immer stärkeren Einfluss. Gleichzeitig führte dies dazu, dass der Ruf des Kalifen und auch die Stellung des Kalifats in den Augen der Menschen abnahm. Diese Machenschaften der Briten waren für einen Großteil der Bevölkerung allerdings nicht durchschaubar. Mustafa Kemals Taten lassen keinen Zweifel daran, dass er einen Hass gegen den Islam hegte und für die Zerstörung des Kalifats arbeitete.
Als er gegen Ende des Kalifats einen klaren Sieg gegen die Griechen in Istanbul erzielte, verkündete er dem Volk zwar: Mit sämtlichen Maßnahmen, die getroffen werden, streben wir einzig den Schutz des Sultanats und des Kalifats sowie die Befreiung des Sultans und der Bevölkerung von der Versklavung ausländischer Mächte an. Doch haben diese Worte im Kontext seiner Taten absolut keinen Wert. Als er nämlich 1923 die volle Macht über das Land erlangt hatte, verkündete der türkische Nationalverband, dessen Oberhaupt Mustafa Kemal darstellte, die Gründung der türkischen Republik. Er spielte mit den Emotionen der Muslime, die trotz der Verwirrung und ihrem betäubten Verstand immer noch Liebe für den Islam und seine Gesetzgebung hatten. Doch machten sich die Briten mit ihrem Agenten Mustafa Kemal die Naivität der Muslime zu eigen, stellten ihn als einen Vertreter des Islam dar und verpassten dem Kalifat letztendlich den Gnadenstoß. Am 3. März 1924 berief er die verfassungsgebende Versammlung ein und es wurde der Beschluss verabschiedet, der die offizielle Aufhebung des osmanischen Kalifats zur Folge hatte. Somit nahm das Kalifat, welches für die Muslime für über 1300 Jahre die Quelle für Einheit, Autorität und Stärke darstellte, durch Mustafa Kemal ein Ende. Was aber eigentlich geschehen war, ist, dass Mustafa Kemal einen Plan in die Realität umwandelte, der bereits seit langem ausgeklügelt worden war. Er setzte die Pläne ausländischer Mächte vollständig um. Damit brach auch die extreme Verwestlichung der Türkei und der islamischen Welt im Allgemeinen an. Die Regierung von Mustafa Kemal setzte sich für ein Verbot des Hijab ein und ordnete den Frauen Freizügigkeit an. Öffentliche Tänze und das Zusammenkommen von Frauen und Männern verbreiteten sich. Er befahl, den Koran ins Türkische zu übersetzen, ordnete an, dass der Adhan fortan auf Türkisch ausgerufen wird, die arabische Schrift wurde durch die lateinische ersetzt und die Lehrpläne wurden in westlicher Weise überarbeitet. Diese und viele weitere Verbrechen nahmen ihren Lauf, nachdem Mustafa Kemal das Kalifat abschaffte und die Regierung in der Türkei übernahm. Nachdem sich das wahre Gesicht Mustafa Kemals zeigte und seine geheimen Absichten offenkundig wurden, erkannte man, wie viele von seiner Schauspielerei geblendet wurden. Der ägyptische Dichter Ahmed Shawqi, der ihn zuvor lobte, sagte über ihn: Nachdem Mustafa Kemal die türkische Republik ausrief und seine Feindschaft gegenüber dem Islam hervorkam, dass er ein Feind des Islam sei. Ahmed Shawqi weinte dem Kalifat hinterher und verfasste Strophen, in denen er beschreibt, wie sich einstige Freude und Stolz nun in Trauer und Enttäuschung umwandelten. Er äußerte scharfe Kritik an Mustafa Kemal und verurteilte seine Herrschaftspolitik und sein Streben danach, die Türkei Richtung Westen zu lenken. Sein Handeln beschreibt er als offenkundigen Unglauben und schlimmsten Verrat. Doch leider kam diese Erkenntnis viel zu spät. Und genau dasselbe darf uns nicht auch passieren. Wir müssen die bösen Machenschaften dieser Marionetten frühzeitig erkennen, damit wir unsere Hoffnung für eine Verbesserung nicht in sie stecken. Auch dürfen wir uns nicht durch irgendwelche islamischen Slogans und emotionale Reden von ihnen um den Finger wickeln lassen. Und vor allem dürfen wir nicht naiv sein, damit wir nicht wiederholt in dieselben Fallen treten. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Gläubige lässt sich nicht zweimal aus demselben Loch stechen.